Vor 2 Jahren richtete ich eine Anfrage zur Haushaltssituation in Langerwehe an Peter Münster. Wir trafen uns und haben darüber gesprochen. Bürgernah und auf Augenhöhe hat er mir die Zusammenhänge erklärt. Die positive und zugewandte Art von Peter hat mich bewogen, in die SPD einzutreten und deshalb unterstütze ich ihn. Heute frage ich Peter Münstermann, die Verkehrssituation in der Gemeinde Langerwehe ist vielfach problematisch. Wie würdest du im Falle einer Wahl damit umgehen? Herzlichen Dank für die Unterstützung. Das freut mich sehr. Zur Verkehrssituation. Wir planen ein umfassendes Verkehrskonzept für alle Ortschaften und möchten unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger eine Prioritätenliste für Straßenüberholung bzw. Straßenerneuerung erstellen. Besonders vor dem Hintergrund möglicher anfallender Anliegerkosten ist eine Bürgerbeteiligung besonders wichtig. Neben den aktuellen Verkehrssituationen, die wir uns in den Orten anschauen, liegt ein Schwerpunkt auf dem Fußgänger- und Fahrradverkehr. Wir betrachten aber auch die behindertengerechte Gestaltung des Verkehrsraumes in Langerwehe, genügend Absenkungen für Rollstuhlfahrer und Orientierungshilfen für sehbehinderte Personen sind nur 2 Aspekte. Ich möchte, dass sich alle schwächeren Verkehrsteilnehmer in Langerwehe sicher bewegen können.